Ne, wenn er einen König zurückbringt, wie soll ich das gewinnen? Aber er bringt den König nicht zurück. Ja! Da ist die Dame! Ich habe doch noch genug Zeit. Okay, jetzt gegen FM Zuma. Einmal Remis gespielt aus Aserbaidschan. Ich krieg echt größtenteils schwäche Gegner heute. Das ist ungewöhnlich. Oder wo sind die alle? Was machen die? Man weiß es nicht. Schön mal Ragosin zur Abwechslung. Jetzt doch eher so Wiener-mäßig. Okay, ja, ihr habt viele Wünsche, ich sehe das schon. Aber ich kann nicht alle Wünsche. Ich kann nicht allen Wünschen nachkommen, will ich sagen. So, das ist eine Variante, die hatte ich, glaube ich, mal in der Partie gegen. Was ist denn das für ein Zug? Jetzt, ja. Jetzt werde ich hier gelockt. Na, dann mache ich Springer E5. Dann mache ich das. Ja, vielleicht hätte ich mich nicht locken lassen sollen, aber schauen wir mal. Ich finde es sehr interessant. Weil jetzt kann ich. Oh, ich kann nicht Springer E4 machen wegen Matt. Ups. Dann machen wir Springer D5. Ja, einzügiges Matt, das vermeiden wir besser. Material ist gleich. Er hat hier die Freibauern, dafür habe ich kompaktes Zentrum. Hier den Bauern. Oh, er rochiert jetzt hier rein, ne? Das ist mutig. Der Bauer hängt. Ich muss schlagen. Ich muss einmal schlagen. Läufer B7. Ist eine spannende Stellung. Sehr spannende Stellung. Was ist mit dem Bauern? Okay, ich muss schneller spielen. Okay, ich folge einfach mal ein bisschen meiner Intuition. König D7 sieht richtig aus. Türme verbinden und so weiter und so fort. Okay, jetzt kommt er hier. Okay, ich komme auch hier. Aber das gefällt mir eigentlich. Der König kann unterstützen. Der Läufer ist ein Monster. Ist ein Tier. Und seine Bauern, die kommen schwer in Bewegung. Naja, gut, er müsste H4 G4 und so weiter machen. Dauert. Ach, er hat A3 gemacht. Ei! Ich habe nicht gesehen, dass er gezogen hat. Ach, jetzt Turm G8. Das ist so ein Quatschzug. Also ich setze auf G4. Oh, nimm doch. Oh, Turm G8, jetzt macht es ja wieder Sinn. Jetzt kann ich den Bauern einfach schlagen, oder? Oh, ich. Dovi. Ich Dovi. Konnte ich einfach den Bauern schlagen. Dann hätte Turm G8 sogar Sinn gemacht. Mann, 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 Mann. Ist das schlecht. War gut, aber die Bauern gehen auch langsam nach vorne. Das ist natürlich, war jetzt ein gutes Manöver von ihm. Okay, er lässt mich zu B4 kommen, oder was? Weil er sagt, er macht gleich Turm B1. Okay. Er sagt, er macht es ganz anders. Ich mache mal Turm B7, der Läufer ist ein bisschen überlastet. Oh, da muss ich mir jetzt aber sicher sein, dass ich das Gegenspiel bekomme hier. Da muss ich mir jetzt aber sicher sein. Jetzt bekomme ich ja einiges an Spiel. Er kann trotzdem H6 machen, ne?
Er sollte H6 machen, aber ich glaube, ich habe. Ist hier nix? Ach komm, das muss doch jetzt gewonnen sein. Ne, wenn er einen König zurückbringt, wie soll ich das gewinnen? Aber er bringt den König nicht zurück. Ja! Da ist die Dame! Ich habe doch noch genug Zeit, oder? Was soll das? Warum spielst du weiter? Was soll das? Gib mir noch eine Dame. Ja, gib mir die Dame. Gib mir den Bauern. Gib mir das Matt. Yes, Sir! Okay, komm, wir gehen rein ins Rematch. Wir gehen rein gegen Zuma. Das hat doch Spaß gemacht. Boah, was war das für eine Stellung? Crazy. Crazy. Ach, die Leute kommen immer mit dieser doofen Variante, die nervt so. Deshalb spielen sie alle diese Variante, weil sie so nervt. H6. Das ist ungewöhnlich. Kann man hier nicht sogar. Wir spielen es auch mal trocken. Und jetzt will er opfern. Ja, das ist ja klar. Da machen wir nicht mit. Ich stelle dir einfach mal nach H5, mal sehen, was passiert. Jetzt machst du wieder Dame D7. Ja. Kann ich jetzt nicht auf H6 schlagen? Sieht mir eigentlich danach aus, oder? Dein Gegner möchte den letzten Zug zurücknehmen? Was soll das? Ja. Und jetzt gibt er einfach die Dame. Na gut, es war sowieso eine traurige Situation, aber jetzt gewinne ich auch noch ein Material auf der D-Linie. Es wird ja immer besser. Gut, das war mal ein Geschenk hier. Ich würde jetzt gerne Material gewinnen. Kriege ich gar kein Material? Doch, 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 doch. Ich kriege Material. Oder? Jetzt kann ich Springer B6 machen. Ja, darauf hatte ich gesetzt. Jetzt kriege ich Material. Dame D4. Ja, lass uns das spielen. Ja, das macht doch Spaß hier. Okay, Freunde. Da haben wir jetzt 2762. Gute 29 Punkte gut gemacht heute. Haben wir ein bisschen Boden gut gemacht. Guten Schritt in die richtige Richtung gemacht hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.